Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station... Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Alex. Hallo, Artyom. Nikolai. Sie jagen, abknallen. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Die werden uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Sergei, habt ihr meinen Sergei gesehen? Ruhig, alles wird... Hallo, Artyom. Aber bleiben Sie ruhig. Lesen Sie die Mann, müssen wir noch lange warten? Gehen wir, Artyom. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Lasst ihn in Ruhe. Keine Besucher. Petro. Alexei war dabei. Hat ihn jemand gesehen? Ah, du bist es. Ich hoffe, er lebt noch. Komm herein, Alex. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Ich komme nicht dran. Ich komme. Ich komme nicht. Nein. Moment. Nein, bleiben Sie von mir weg. Zum Teufel! Wer kann das sein? Es ist Hunter! Mutanten, klopfe nicht an! Öffne das verdammte Tor! Willkommen, Hunter! Danke, und jetzt schließt euer Tor! Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musst du an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes. Was zum Teufel? Irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht! Sie kommen von oben! Was war das? Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter. Wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los, los, Artyom, los. Hol dir schnell deine Waffe. Artyom, hol dir eine Waffe. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Thank you.
Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von... Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Вот что с перевертоцей бабушки здорово! Вот что с перевертоцей кушает компот! Вот что с перевертоцей и мечтает снова! Вот что с перевертоцей пережит налет!
Das ist schöne Musik. Ich habe die Nase voll die Kassette von diesem her? Mist. Warum habe ich sie für eine Tradition meiner Radios anfangen? Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama... Scheiße. Überall Dreck. Nur Dreck. Pass auf mit, wenn du redest. Läuft herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und schert dich nicht drum, wer hinter dir alles abgeht. Habe ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mag mir das solche Sorgen. Okay, und wie kann das nur sein? Artyom, bitte. Mein Sohn ist krank. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hallo, alles klar, nehme ich an? Zumindest geht's nicht schlecht. Ich wurde beauftragt, den Funkturm zu machen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Komm mal hier. Den Funk überbrachte. Sprechen verboten, hast du gehört? Und du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Als Vorauspatrouille und andere hinterher. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund des Soldaten. Schweineschnauzen, heute zum bezahlbaren Preis. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Du schließt dich der Karawane an. Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Bewegst. Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Gehen wir. Bewegung, du Suchkopf. Hallo, Artyom. Lass mich in Ruhe. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als... Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Es ist immer die gleiche Art Geschichte.